Einen Tee zu bereiten kann jeder. Mit diesem Produkt wird es ganz einfacher. Eine Produktempfehlung auf meinem Kanal. Jetzt. Verdammt heiß. Oh, einen leckeren Tee abzumachen zu haben, ist ja wirklich was Schönes. Es gibt dabei, naja, finde ich sagen, ein Problem, aber es gibt Verbesserungen. Und zwar werden wir demnächst bei Höhle der Löwen auftreten mit einem Produkt, was wir gekauft haben, und das ist unser Verkaufen. Wie der Flat Grip. Nein, natürlich nicht. Es gibt ein Produkt zu kaufen bei der Firma Wisch. Wir wissen, dieses Produkt gibt es auch öfter, auch von anderen Firmen, aber wir haben das Produkt bei Wisch gesehen. Costa Quanto, knappe, ich glaube, 3 Euro, 2 Euro, irgendwas für diesen Tee-Auspresser. Hier kann man Folgendes reinmachen. Unter einem Teebeutel oder auch losen Tee oder sogar, wenn ich mir die Performance hier angucke, hier das sieht, wie Fallmasche das ist, wäre es auch theoretisch möglich, Kaffee reinzumachen. Für eine Tasse Tee vollkommen okay und ausreichend. Und ich fand dieses Produkt halt einfach nur genial und wollte euch unbedingt mal vorstellen, damit ihr vielleicht auch sagt, ist ein geiles Produkt, kaufe ich mir auch. Wie gesagt, gibt es auch von anderen Firmen, aber ich finde das Gute halt hierbei, keiner muss mehr wie früher, man kennt es ja, den Teebeutel, wenn man Tee macht, entweder man nimmt ihn nass raus und schmeißt ihn dann nass in den Müll rein, oder man nimmt dann einen Gegenstand, Löffel, Gabel, Schere, ne, und quetscht den Beutel irgendwie so ein bisschen aus. Es gibt auch andere Systeme, so ein bisschen so wie eine Zange funktionieren die, wo man den Teebeutel mit fischt und dann durch Zusammendrücken der Zange auch den Teebeutel ausdrücken kann. Hat nur ein Problem aus meiner Sicht, nämlich diese Zange ist offen. Sollte beim Quetschen eines Teebeutels zum Beispiel der Teebeutel reißen, ist der ganze Plüre im Tee drinne. Beziehungsweise für losen Tee natürlich ungeeignet, weil losen Tee mit dem Ding rausfischen und ausquetschen ist riesigen Aufwand. Hier machen wir den Teebeutel nur rein. Wir zeigen euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Danach können wir den Ganze mal ausquetschen und danach öffnen wir vorne die Klappe wieder und können den Tee einfach in gequetschter Variante entnehmen und in Müll entsorgen. Und der Teebeutel ist fast zu 100% trocken. Also nicht jetzt wütend, aber wenn man, ich drücke mal kurz meine Hand ein bisschen nach. Ja, ihr seht, da kommt nicht mehr die Masse raus. Liegt natürlich auch an der Stärke, wie stark man hierbei raufdrückt. Der Tee macht Teebeutel rein. Ihr habt da oben einen Druckknopf. Damit tut ihr das Schiebewerk runterdrücken und der tut damit den Tee logischerweise ausdrücken. Bis maximal zu dieser Tiefe. Tiefer geht das Produkt nicht. Ja? Und dann habt ihr quasi euren Tee frisch ausgepresst. Nie wieder schmutzige Finger. Und ja, verlinken tue ich euch Produkt nicht, weil es ja kein Werbevideo ist, sondern quasi, ich kann es nur empfehlen. Schaut mal selber nach einer Teepresse, zum Beispiel bei Wisch. Ich fand das Produkt super und habe das quasi gesagt, ich mache daraus eine Produktempfehlung für euch, wer auch mal seinen Tee leichter genießen möchte. Ja, also auch auf jeden Fall für losen Tee empfehlenswert. Kann ich schon mal so sagen. Wie das Produkt genau funktioniert, seht ihr jetzt im Einzelnen. So, also wie verwendet ihr dieses Gerät nun? Ihr habt hier vorne was zum Öffnen, logischerweise macht ihr auf den Deckel, babs, und da kommt dann euer Tee, lose oder in Beuteform rein. Unser privater Tipp ist schon mal, wenn ihr einen Beutel verwendet, babs, ausklappen natürlich, und die Schnur bitte schön abschneiden. Ja, das kann quasi schon mal Müll, weil ihr wollt nachher dann kein Papier trinken. Dann tut den Beutel ein bisschen schütteln, damit der da reinpasst. Legt ihr ihn da rein, macht den Deckel zu. Und dann kommt auch schon die Tasse. Was brauchen wir dafür alles? Ein wenig Heißwasser. Süßli nach Bedarf. Natürlich unser Tee-Auspressteil mit Teebeutel da rein und das heiße Wasser dazu. Et voilà, der Teegenuss kann wieder starten. Ja, soweit unsere Produktempfehlung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und wenn ihr auch dieses Produkt habt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren gerne schreiben unter diesem Video oder unter marcolorenz-youtube. Ansonsten abonnieren, teilen. Bis nächsten Produktempfehlung auf meinem Kanal. Diesmal ein Produkt von Wisch. Gibt es auch von anderen Firmen, aber in dieser Ausführung für 3 Euro ist geschenkt. Und man hat zumindest saubere Finger beim Teegenuss.
Tschüss, euer Marco Lorenz. Mach's gut. Für alles.